Und willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Blüchen. Und so haben wir diesmal einen Stargast dabei. Ja, hallo, hier ist der Deppmischen LP vom Kanal der Deppmischen LP und ich bin heute zu Gast beim X-Hellevis-X. Jo, und der wird jetzt gleich erstmal seinen Kanal vorstellen, damit ihr da draußen euch den auch mal ansehen kann. Der hat wirklich einen ganz guten Kanal. Und der Dave hat sich jetzt auch so eine krüppelige Rüstung hier gerade gemacht. Ja, und außerdem nochmal zu unserem Stargast hier, der macht noch einige andere interessante Sachen, die kann er dann auch nochmal erklären. Und wir werden jetzt erstmal runter auf den Planeten gehen, wir werden jetzt nicht allzu viel reden, wir überlassen das dann jetzt. Ja, aber wir werden schon mal was vorbereiten, weil ich habe mir so ein Distress-Beacon hier gekauft, das heißt, der erste Endboss kommt dann nach einer Zeit, ja, vermutlich genau. Dann eher in der nächsten Folge. Und dann müssen wir uns da unten mal ein bisschen vorbereiten, solange kann unser lieber Starbuck-Gast hier ja auch mal ein bisschen labern. Jo, okay, dann also würde ich sagen, gehen wir mal runter und überlassen die das Reden. Jo, also wie gesagt, ich bin der Deppmischen-LP und ich mache auch YouTube, habe jetzt 32 Abonnenten gerade. Ich mache eigentlich alles, ich mache Unboxings, ich programmiere Spiele, ich erstelle Webseiten kostenlos für irgendwelche YouTuber. Ich bin gerade dabei, mich an Intros zu versuchen, was mir aber gerade nicht so gut gelingt. Und ja, von Videos mache ich halt Klassen-Setups bei irgendwelchen Spielen, gebe meine Meinung zu irgendwelchen Spielen ab, wie zum Beispiel Call of Duty Ghost oder irgendwelchen Spielen halt, die mir gerade in den Sinn fallen. Ich mache ab und zu mal neue Serien. Ich will gerade eine machen, aber ich komme nie dazu, mein Video dazu zu produzieren. Irgendwie kommt immer wieder was dazwischen. Ja, was noch? Was mache ich noch so alles Schönes? Ihr könnt mich bei Skype adden, wenn ihr wollt, genau. Ich heiße Search Erase oder addet einfach dann denjenigen von diesem Kanal X Hellevisges X. Jo, ich werde den Link auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Jo, und da können wir auch Videos zusammen machen oder so, oder ich kann euch auch Webseiten erstellen, wie ihr halt wollt, das ist mir relativ egal, wenn ich Zeit habe. Und ja, was mache ich noch so? Ich habe letztens eine App-Vorstellung gemacht. Also alles, was mich so interessiert, zeige ich eigentlich, und irgendwas, was mit Technik zu tun hat, zeige ich. Was mache ich noch? Ich mache vieles. Also wirklich alles, was sich so um Technik dreht, mache ich eigentlich fast alles ein Video drüber. Wenn es um Spiele geht oder wenn es um irgendwelche Apps geht. Oder ich mache manchmal auch eine Clan-Vorstellung, wie zum Beispiel hatte ich letztens eine Clash of Clans Clan-Meldung, da wir noch ein paar Member gesucht hatten. Also ich spiele wirklich sehr viel. Und sehr oft eigentlich, ihr könnt mich da alle adden. Und ja, das war's erstmal von meiner Vorstellung. Ich übergebe euch erstmal das Wort wieder. Ja, okay. Danke. Also ihr habt es auch gerade selber gehört, ist wirklich auch ein sehr interessanter Kanal, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wir sind ja auch gerade dabei, mal uns hier vorzubereiten. Zwar habe ich die Idee, dass wir unten dann so eine Art kleinen Raum machen. Dass wir dann auch so ein paar Schießscharten oder sowas hinstellen, um die dann abzuknallen. Sag mal, muss man eigentlich nur vielleicht diese Scheiße aufstellen? Ja, ne? Mehr nicht, ne? Ja, du musst die nur aufstellen, dann anschalten, also da hingehen, E drücken. Und dann droppt er irgendwas, ne? Nein, dann müssen wir kurz warten, dann kommt da so ein riesiges UFO, Pinguin-UFO. Und das Pinguin-UFO kann auch schießen und der beamt dann auch kleine Pinguine hier. Und Junge, was war das für ein Schuss? Scheiße! Scheiße, ich brenne. So macht man das. Also der schickt dann noch kleine Pinguine hier zu uns runter mit Gewehren etc., die voll bewaffnet sind und auf uns ballern. Und wenn wir das UFO besiegt haben, dann bekommen wir so ein Teil, womit wir uns die nächste Star Map machen können. Ja, okay, geil. Ja, lass dir aber erstmal ein paar Schießscharten aufbauen, weil die können schon ziemlich gut austeilen. Was passiert? Ja, ich bin gerade bei Battlefield 4 gegen einen Berg geflogen. Seine Luftüberlegenheit. Und vielleicht wäre es auch besser, hier ein paar mehr Schichten von Sachen hier hin zu machen, weil das UFO kann auch Blöcke zerstören. Ach komm, ich hau jetzt mal Outlast rein. Outlast, ey, wie ist das Spiel? Ja, das Spiel ist eigentlich, also es hat eigentlich eine ganz gute Grafik dafür, dass es von einem kleinen Entwicklerteam ist. Und es ist auch sehr, also man kann sich wirklich sehr erschrecken. Ich finde, das ist eins der besten Horrorspiele. Also ich kenne da auch ein gutes Horrorspiel, das kann ich dir nur empfehlen, das ist auch kostenlos. Und zwar Cry of Fear. Cry of Fear ist der Hammer. Mal gehört, aber ich hab's mir noch nie. Das wird der Dave auch noch, wenn es geht, let's playen. Aber wenigstens erst, wenn wir ein Starbound, das Starbound Let's Play oder das DayZ Let's Play beendet haben. Jo. Dann
haut der Dave auch sein Acquire Fearless Play raus. Sie kann noch ein bisschen dauern, ne? Ja, und das wird jetzt schon ein größeres Projekt. Jedenfalls, also Cry of Fear, das haben alle, die ich je gefragt habe, also alle, die das bis jetzt gezockt haben, die pissen sich dabei echt in die Hose, du erschreckst dich teilweise. Ja, ich auch. Krass. Ich saß das bei Outlast, saß ich das eine Mal wirklich 20 Minuten da und ich hatte Gänsehaut. Oh ja, also ich hab. Das ist wirklich geil. Bei Cry of Fear hab ich mir manchmal einfach nur so gedacht, Alter, ich brauche jetzt eine Pause. Ja, so geht es mir jedes Mal in Outlast. So alle 2 Minuten, okay, ich höre jetzt erstmal lieber auf, mach mal für eine kleine Pause und danach geht's weiter. Nur man will dann irgendwie trotzdem immer weiter zocken. Ja. Ja klar, man will ja auch weiterkommen. Also es ist manchmal so krass, dann du denkst so, da kommt nichts und dann auf einmal hinter der Ecke läuft dir ein Typ mit einer Kettensäge hinterher. Du musst dich einfach nur voll schnell entscheiden, was du machst. Schlimm ist ja bei euch, dass es so viele Türen gibt und du musst in jede dieser behinderten Türen immer fast in jede rein. Das ist halt irgendwie, in dem Spiel sind Türen nicht so wirklich gut. Ja, bei Cry of Fear, das ist halt so, da ist ein Junge, der das spielt, glaube ich, in Schweden, der spielt in Stockholm. Ja. Und der hat halt so eine Psychose durchlebt, dieser Typ. Und du spielst mehr oder weniger die ganze Zeit diese Depression und diese Psychose, die der da hat. Und dann hast du halt da die ganze Zeit so so einen Doktor, der in dem Spiel selber böse ist, aber eigentlich ist das der Doktor, der dir helfen will, ne? Ja, ja, und dann hast du halt immer so Schlüsselmomente und du läufst irgendwie, auf einmal verdreht sich der ganze Raum, alles ist gut verschmiert, du hast Schreie, dir laufen irgendwelche Viecher hinterher, Alter, es ist einfach so krass. Das ist gerade richtig verkackt, der eine Stelle, hat die schon mal gespielt, scheiße. Jetzt muss ich den, ich hab vergessen, den Schalter zu drücken, jetzt kommt der Typ hier gleich reingerusht, Mann. Nicht gut. Scheiße. Soll ich mal die Tür vom Kopf schlagen, wenn der kommt? Ja, mach. Ich glaube, dann hört er mich gleich schreien. Vermutlich. Was machst du da? Verschiedene Schichten, damit das UFO da nicht so schnell durchkommt. Lass mal jetzt langsam das UFO holen. Ja, nein, wir müssen hier noch ein paar Schießscharten reinholen. Junge, das reicht. Junge, glaub mir, nein. Ich mach hier offen. Ja, ich mach hier auch nochmal so ein Rohr nach oben. Der war doch da, hä? Wo ist der Typ, Mann? Der kommt irgendwie nicht. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, weiß ich ganz genau, dass er da in diesem Moment komischerweise immer kommt. Weißt du vielleicht, welches Spiel das ist? Das hat Gronkh mal Let's Played. Da läuft er auch durch so eine Art dunkles Haus die ganze Zeit oder durch dunkle Räume und dann... Ja, warte, Amnesia ist das, glaube ich. Amnesia? Ja, Amnesia ist schon auch geil. Ich weiß nicht, also... Oder irgendwas mit House of irgendwas oder sowas, kann auch sein. Wüsste ich gerade nicht. Ich weiß auch gerade nicht, so. Er macht ja eigentlich viele Let's Plays mit solchen Horrorspielen, wo er irgendwelche Leute sind. Ja. Magst du eigentlich Gronkh? Naja, jetzt nicht mehr so. Ich habe früher mehr gemacht. Jetzt mag ich gucken eigentlich gar nicht mehr. Ich guck mal ab und zu, wenn mich jetzt irgendein Spiel, so ein Horrorspiel interessiert, aber ich gucken fast gar nicht mehr. Also ich guck Sarazar relativ viel. Ja, also Gronkh und Sarazar, also ich bin nicht so der große, der jetzt solche Let's Plays von 15 Mal guckt und wenn Gronkh dann immer noch 200 Folgen von irgendwas an einen Tag rausbringt, ja. Wird mein ganzer YouTube-Ordner zugespammt mit Videos. Ja. Nein, warum bin ich jetzt rausgegangen? Oh, die Tür ist noch zu. Oh, das heißt, der ist noch nicht reingekommen. Drück den Schalter, los, komm, geh wieder rein, geh in den Spind, komm. Also hier ist wirklich Spinde, dein Freund in dem Spiel. Ja, Outlast Action im Hintergrund. Ja. Jo. Das ist auf jeden Fall. Ihr könnt doch mal, wenn ihr wollt, euch mal Don't Starve angucken. Das ist so. Es hat sowas mit Minecraft auf 3D. Das ist richtig geil, das macht richtig Spaß. Gibt's auch für die PS4, das ist. Ich finde das sogar geiler als Minecraft. Es hat so eine eigene Grafik, das muss man richtig verstehen, da könnte ich euch sogar helfen. Weil das ist so richtig. Da muss man ewig, weil ich habe bestimmt ein paar Wochen gebraucht, da ich erstmal alles verstanden habe. Jo, warte mal, Dave, ich habe eine Idee hierfür und zwar könnten wir hier dann so eine Art Terrasse hinbauen. Guck mal, so ungefähr. Und hier was ist das hier, Alter? Ja, guck's dir an, weil die würden dann mach von hier... Tür hier hin. Ja, meine ich ja, warte, die würden dann von hier oben kommen, machen wir das dann dicht. Die würden dann von hier oben kommen, hier hinsehen, dann sind wir hier hinter der Tür, machen die Tür auf, schlagen dann zum Beispiel einmal wieder, machen die Tür zu. So, nice. Leute, ich guck jetzt mal aus dem Spind raus. Ich hab nur gerade gesehen mit der Woche. Er steht da mit dem Knüppel, Leute. Hätte diese Tür. Ich hab so Schiss, Mann.
Ja, Fettsack. Was macht dann jetzt? Müssen wir das hier noch zumachen? Hab kein gutes Gefühl, wo ist er hin? Nein, er kommt! Renn! Nein! Renn doch! Los! Philipp, mach, hast du noch eine Tür? Ja. In den Spind, geh in den Spind. Naja, mach ich hier unten auch nochmal. Jo. Mach so Hammer so. Nein, er kommt, er kommt! Philipp, hast du noch eine Tür? Geh mal her, da mach ich dir unten auch noch eine hin. Wo ist er? Hammer. Alter. Warte, hier gebe ich dir. Moment. Oder mach du die hin, dann mach. Ich baue da. Wo denn? Wo soll die denn hin? Hier so. Hier den Herzschlag. Ja, okay, warte. Dann grabe ich mich da jetzt auch noch rein. Da kann einer von unten und einer von oben. Wo ist die denn hin? Das Beste ist, wenn man das schon die Let's Plays gesehen hat. Immer komischerweise, wenn ich die Tür aufmache bei so einem behinderten Spind, passiert bei dem nichts, aber bei mir passiert immer was. Ja, ja, ist immer so. Irgendwie. Ja, eine Tür steht da noch offen, aber wenn ich da jetzt hingehe, ich hab so Schiss, dass er da rauskommt, Mann. Ich will doch bloß Philipp, sorry, dass ich dir jetzt Wort falle, aber du wolltest mir noch eine Spitzaxt machen, ne? Ach ja, stimmt, eine ordentliche. Ja, ja, dafür brauche ich deine. Okay, red mal, du kannst weiterreden. Ja, ja, ich bin gerade voll konzentriert. So, wo ist der komische Schalter? Hier gibt's keinen Schalter, warum gibt's hier keinen Schalter, Mann? Bin ich, oh, ich bin im falschen Raum, Mann, das ist doch nicht wahr. So, dann haben wir hier eigentlich auch noch ein paar Schießscharten, hier dann so ein Kampf, eine Kampfterrasse. Und da unten, hier unten, habe ich dann nochmal so eine kleine Schießscharte nach oben gemacht, falls der da oben irgendwie Schwierigkeiten hat oder so. Können wir die dann von oben unten beschießen. Warte mal, ich kleide das hier mal, ja, alles ein bisschen mit Cobblestone aus, das ist vielleicht stabiler. Cobblestone, das kenne ich von Minecraft. Ja, ja. Und ja, ich baue mal so eine... Ich habe auch noch die Mollys. Jo. Ich baue mal noch so eine Art kleinen Rückzugskeller, weil, also wenn wir raus, wir dürfen nicht rausgehen, weil das UFO hat ziemlich starke Waffen. Ja, wird schon. Ja, ja. Warum kommt der Typ nicht, Mann? Ich bin jetzt in dem Raum und er kommt nicht, ich will mich verarschen, Mann. Wenn ich jetzt die Tür öffne, könnte ich wetten, der steht gerade mit dem Messerschläger vor der Tür. Ich will die nicht öffnen, das ist so eine Sache. Ich kann da nicht einfach reinkommen und dann wieder gehen, so jedes Mal. So. Ich will noch bloß den Weltfrieden. Wow, er kommt, nein, nein, ich häng fest, ich häng fest. Ich häng fest, ich häng fest. Nein. So Hammer, gemacht, so zwei verschiedene Spiele. Ja, ich häng fest, Mann, ich hab mich hier reingepackt, nein, oh mein Gott. Oh, er hat mich gesehen, er schlägt mich. Komm her, mein Kleiner, oh komm. Nein, bitte nicht, warum schlägst du mich? Hör auf. Das ist nicht nett, ich bin doch bloß gefangen, Mann. Ey, hier ist ein Spielfehler, also ohne Mist, Mann. Ich häng hier in so einer Ecke fest, ich komm nicht raus, Mann. Hammer. Och, ja, bin ich geholt, Mann. Oh, es ist so ein Spielfehler. Ich wollte mich nur kurz in die Ecke stellen, weil gucken, ob ich da hochklettern kann. Immer bleibe ich in der Ecke hängen. Geil. Okay, wie, was mache ich denn dann jetzt hier hin? Warte mal, ich gehe mal kurz hoch und hole noch eine Tür. Die haue ich dann da unten hin. Läuft. Mach das Ganze nochmal, auf jeden Fall, Mann. Oh, da, oh, das schon wieder gereicht für heute. So. So. So, ich hole jetzt die richtige Bunkertür, ne? Jo. Ich hocke in meinem Bunker mit dem Bett. So, ich zock jetzt mal Ghost, das ultimative Scheißspiel des Universums. Philipp, hast du den Timer gestellt? Ja. Ich bin nicht so wie du. Junge, ich stell dir so, jetzt kommt die geile Bunkertür. So, Bunkertür. Da kommt kein Schwein durch. Kein Schwein kommt da durch. So, und dann haben wir hier so einen Bunkerraum. Okay, ich würde sagen, dann holen wir das Ding jetzt. Okay, Konzentration. Warte mal, ich guck mal eben, ob sich das für diese Folge noch lohnt. Nein, lohnt es sich nicht, denn die Folge ist in einer Minute zu Ende. Dann lass mal das hier so lange noch ein klein wenig verstärken alles. Oder wir machen sowas. Leck mich mit Cupidos bei. Oh. Wie der weggeflogen ist. Jawohl. Jawohl, etwas Fleisch. So macht man das. Mit Cupidos Pfeil. Leck. Lass das mal hier besser zu. Nein, Junge, dann kannst du auch ballern von da unten. Doch.
So. So, und das ist der Timer. Das heißt, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das Raumschiff. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound. Ciao. Ciao.